Hallo, liebe Mitmenschen. Früher war ich fasziniert von der Aussage, wenn in Japan ein Blatt von einem Baum fällt, dann hat das Auswirkungen bei uns hier. Denn alles ist miteinander verbunden und wirkt sich aus, wie weit auch immer. Heute wissen wir es genauer. Ein kleines Fledermäuschen auf einem Fleischmarkt im fernen Wuhan hat die ganze Erde aufgemischt mit einem einzigen Virus, Corona. Das bedeutet Sorge, Not und Angst für viele, ja sogar Tod. Aber es ist zugleich eine Riesenchance, noch einmal etwas ganz neu zu lernen. Nämlich, alles auf der Erde ist mit allem verbunden, abhängig voneinander. Die Bäume zum Beispiel, die gerade wieder so schöne grüne Blätter treiben, sie verwandeln durch die Photosynthese das schmutzige CO2 wieder in sauberen Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Oder die Bienen, sie bestäuben die Blüten und nur dadurch können Früchte wachsen. Es ist eine einmalige Chance zu verstehen, wie sehr wir auf die Lebewesen und die Pflanzen angewiesen sind. Sie arbeiten für uns. Zurück zum Fledermäuschen. Weil der Lebensraum durch die Ausbreitung des Menschen für die Tiere immer kleiner geworden ist, kommen sie mehr mit Menschen und anderen Tieren in Berührung und so werden Krankheiten übertragen. Ebola, Schweinepest, Vogelgrippe und eben Corona. Wenn wir das verstanden haben, können wir heute schon Pläne machen, wie wir in Zukunft anders miteinander umgehen und auf dieser Erde leben wollen. Gott hat die Erde geschaffen, das glauben wir als Christenmenschen. Die Wissenschaftler sagen, der Planet ist vielleicht noch gar nicht fertig, sondern entwickelt sich durch die Evolution immer weiter, auch durch Corona. Die Erde ist ein großer Raum voller Leben, voller turbulenter Entwicklungen. Das glaube ich auch. Wenn wir aufmerksam und lernbereit durch die Corona-Zeit gehen, dann könnten wir mit vielen noch einmal neu anfangen. Weniger Auto fahren, ungezwungener mit der Familie zusammen sein, unsere Essgewohnheiten ändern, weniger Tiere essen. Weniger überflüssige Dinge kaufen, zum Beispiel Kleider. Die Augen aufmachen für das große Ganze und solidarischer mit allen lebendigen Leben. Dankbarer und achtsamer. Auch wenn wir wieder mit den Fledermäusen, weil wir uns aneinander gewöhnt haben, zusammenleben können. Wir sind nur ein kleiner Teil der Schöpfung, nicht die Krone, wie wir oft stolz behaupten. Vielleicht ist die Corona-Zeit die Zeit, in der wir lernen. Die Erde hat uns aufs Zimmer geschickt, damit wir nachdenken über das, was wir angestellt haben. Ich gehöre zu den Menschen, die heute Alte und Schwache genannt werden. Naja, ganz so alt und schwach fühle ich mich noch nicht. Aber ich denke, aha, ich lerne etwas über mich. Wie schön, dass man einmal richtig Rücksicht auf uns nimmt. 7 nette Leute haben mir angeboten, für mich einkaufen zu gehen. Unsere Kirchengemeinde an der Christuskirche in Köln vermittelt im Stadtteil Hilfe und Ansprechpartnerinnen. Abends läuten die Glocken zum gemeinsamen Beten, freilich zu Hause. Wie schön! Man fühlt sich in dieser Gemeinsamkeit aufgehoben. Und das weckt Hoffnung. Gott macht uns stark und das nimmt uns die Angst. Manchmal wage ich zu denken, es ist auch ein Vorteil, zu den Alten und Schwachen zu gehören. Den größten Teil meines Lebens habe ich gelebt, Höhen und Tiefen. Ich bin zu Hause. Auf Gottes Erde, wo auch immer, wie auch immer.
Corona-Zeit, Zeit, Neues zu entdecken über Gott und die Erde und über mich selbst.